Wo hat sie denn das? Der redet die ganze Zeit von einem Messer, aber. Sie weint nur. Die obere. Wie sollte Lilly ihr nur das Messer abnehmen, solange sie so bitterlich weinte? Kuschel mit Harvey. Der ist aber süß. Meinst du, ich könnte den auch mal halten? Aber Lilly, was hast du vor? Willst du mich wirklich der Oberin überlassen? Ich meine, sie könnte schon einen Mini-Schwung in ihrem Leben vertragen, so wie sie aussieht. Aber ich dachte, wir zwei sind jetzt Freunde. Wir können doch noch so viel ausprobieren. Lass uns doch lieber noch ein paar Dinge anzünden. Oder mit Edna quatschen. Oder uns irgendwas Verrücktes aus Gegenständen zusammenbasteln. Oder willst du mich wirklich der Oberin schenken? Ja. Aha. Wirklich? Wirklich? Aha. Du Hase mag das gar nicht. Oh, Lilly. Wie soll ich das je wieder gut machen? Gib mir sein Messer. Du willst jetzt sicher eine Gegenleistung. Richtig? Ich habe leider nur dieses Messer. Meinst du, es wäre angemessen? Aha. Wunderbar. Danke für alles, Lilly. Gut gemacht. Wenn du so weitermachst, könnte ich mir vorstellen, dich irgendwann als Deputy einzustellen. Oder ich dich als Kosmonautenassistentin. Was noch viel lässiger ist als Deputy. Wie auch immer. Schneid uns bitte schnell los. Dann sehen wir weiter. Ich habe schon längst einen Plan. Ihr kennt doch sicher die Geschichte von dem Mädchen, das damals aus Dr. Marcells Anstalt geflohen ist. Dasselbe Mädchen, das sie noch in derselben Nacht die Treppe hinuntergestoßen hat? Nun, ich habe es euch nie verraten. Aber dieses Mädchen war ich. Was für eine Überraschung. Ja, und darum kenne ich mich hier auch bestens aus. Hinter dem Polster dort liegt der berühmte Lüftungsschacht, durch den ich damals geflohen bin. Wir werden im 0, irgendwas in der Freiheit sein. Dazu müssen wir zwar an Dr. Marcells Büro vorbei, aber... Lilly? Hast du irgendwas? Nun komm schon, Lilly. Schneid uns endlich los. Oh, oh. Was soll das? Du wirst doch keine Dummheit machen wollen, oder? Lilly, wohin gehst du? Lilly! Lilly! Willst du das wirklich tun? Vortrefflich. Ich wusste gleich, dass du gefährlich bist. Die anderen Kinder, das waren Unfälle. Aber nun stehst du hier. Mit einem scharfen Messer, rauf und dran, einen wehrlosen alten Mann zu töten. Du fühlst dich vielleicht gesund, aber in Wahrheit bist du krank. Sehr krank. Du brauchst meine Hilfe. Du glaubst mir nicht, richtig? Du denkst, du tust das alles Edna zuliebe. Oh, Lilly, es gibt da etwas, was du über deine Freundin wissen solltest. Sie existiert nicht. Es gab mal ein Mädchen namens Edna. Wahrscheinlich hast du von ihr gehört. Aber das Mädchen, das du kennst, ist nichts weiter als ein Produkt deiner Fantasie. Ein Ausbruchsversuch aus dem freudlosen Kloster. Du glaubst, dass ich lüge, klar? Denn es gibt da noch jemanden, der Edna sehen kann. Lass mich raten. Ein hoher Geistlicher? Nein. Ein Polizist. Richtig? Die Manifestation einer höheren Autorität. Als du Edna in Gefahr wähntest, hat dein Unterbewusstsein auch ihn erfunden. Als Legitimation, dich über die Regeln der Oberen hinwegzusetzen und deiner Freundin zur Hilfe zu eilen. Frag sie doch selbst. Sie sind hier. Sie sind ein Teil von dir, Lilly. Oh, Lilly. Es tut mir leid. Der Doktor hat recht, Lilly. Wir sind nur eine Einbildung. Jetzt leg das Messer weg. Das Spiel ist aus. Wunderbar. Endlich kennst du die Wahrheit. All die Gründe, die dich hierher geführt haben, mitten in der Nacht, bewaffnet mit einem Messer. Nichts davon war real. Leg das Messer auf den Schreibtisch. Ich werde dich sofort hypnotisieren. Nur meine Therapie kann dich heilen.
Er hat leider recht, Lilly. Tu es nicht. Leg das Messer weg, Lilly. Sei ein braves Kind und tu, was man dir sagt. Lilly war den Tränen nahe. Sie hatte gerade erst gelernt, nicht immer alles zu tun, was man ihr sagte. Und jetzt sollte das alles falsch gewesen sein? Während die anderen auf sie einredeten, wurde eine weitere Stimme immer lauter. Eine Stimme, die ihr sagte, mach weiter, mach weiter. Tu es nicht, tu es nicht, tu es nicht. Leg das Messer weg. Tu, was man dir sagt. Okay, jetzt haben wir ein Riesenproblem. Wir können das Messer weglegen, wir können ihn erstechen, wir können ihm widersprechen. Eine schwere Frage. Ich bin mal böse und glaube, dass das nicht alles gelungen wird. Daran, sich therapieren zu lassen. Sie fühlte sich frei wie nie zuvor. Sie konnte selbst entscheiden, was richtig und was falsch war. Langsam erhob sie das Messer. Nein, Lilly, nein! Nein! Dies war vielleicht nicht das fröhliche Ende, das ihr erwartet hattet. Aber die Moral von der Geschichte lautet, ihr könnt tun und lassen, was ihr wollt. Hauptsache, ihr behaltet euren freien Willen. Auch wenn ihr dafür einen alten Mann im Rollstuhl erstechen müsst. Ende. Das sieht nach wirklich dem richtigen Ende aus. Die Credits laufen. Wir haben das Spiel geschafft. Mich würde jetzt auf jeden Fall noch interessieren, was gewesen wäre, wenn wir uns anders entschieden hätten. Aber ich glaube, dass das Spiel auf jeden Fall hier zu Ende war. Wenn ihr das andere Ende wissen wollt, kauft es euch doch selbst, spielt es selbst mal durch, macht die Erfahrung. Und ich weiß nicht, wie ich das Ende auffassen soll. Ich fand es überraschend. Ich hatte nie den Verdacht gehabt, dass wir uns das alles nur einbilden, sondern dachte die ganze Zeit an das Gute. Und da muss ich sagen, hat das Spiel es geschafft, mich persönlich zumindest bis zum Ende bei Laune zu halten. Und ich hoffe, es hat euch auch gefallen. Hinterlasst doch gerne mal den Kommentar dazu, was ihr gedacht habt, wie ihr euch entschieden hättet im letzten Moment. Und ich hoffe, wir sehen uns im anderen Let's Play wieder. Ich wünsche euch auf jeden Fall noch alles Gute und lasst die Credits noch eben zu Ende laufen. Alles nun schon so gut wie geschehen. Also reiß dich zusammen, realistisch gesehen. Sind es doch nur ein paar Schrammen. Hier hast du Nadel und Faden. Pass damit auf, sonst gibt's Narben. Ich kann Kinder nicht bluten sehen. Schau doch jetzt nicht so geknickt, denn das kriegen wir schon wieder hin. Das lässt sich doch alles noch flicken, wobei ich bei dir skeptisch bin. Denn in entscheidenden Momenten hab ich zwar stets Nadel und Faden dabei, doch auch Nadel und Garn bergen durchaus Gefahren. Denn bei deinen linken Händen kann das Übel enden. Ich will dich nur warnen, man muss in entscheidenden Momenten die Ruhe bewahren. Pass damit auf, sonst gibt's Narben. Ich kann Kinder nicht bluten sehen. Ich muss mich vielleicht korrigieren. Die Wunde wird nicht gut verheilen.
da hilft jetzt auch kein Lamentieren. An deinen Nähkünsten musst du noch feilen. Denn in entscheidenden Momenten hab ich zwar stets Nadel und Faden dabei, doch dein Talent ist zu klein, tapferes Schneiderlein. Dir fehlt das Geschick, deine Finger sind zu dick. Fang mal nicht an zu weinen und schau nicht so geknickt. Ich wollte doch nur hilfreich sein. Damit auf, sonst gibt's Narben. Ich kann Kinder nicht bluten sehen.